Hallo zusammen. In diesem Video zeigen wir euch, wie eine Kundin, also eine Nagelstudio-Besucherin, hat nicht geschafft, zu ihrer Nageldesignerin zu gehen, vor der Quarantäne. Und dann hat sie sich die Nägel zu Hause selber abgemacht. Und dann hat sie gemerkt, dass es ihr wirklich sehr unangenehm, die Haut ist überall entzündet, die Nägel sind zu dünn und das ist wirklich nicht schön. Sie wollte auch wenn sie Homeoffice jetzt macht oder sich zu Hause aufhalten muss, sie möchte auch schöne Nägel machen. Und dann hat sie bei uns auf der Seite sich umgeschaut, hat sich die Produkte ausgesucht. Das sind die Produkte, die man braucht, um diese Gel-Extension-Verlängerung, also Gel-Tipps oder Fix-and-Go-System an der Luft. Die alle Produkte hat sie dann bei uns bestellt und hat uns ein Video zusammengeschnitten. Nur sie wollte das nicht selber besprechen, sondern hat mich gebeten, das für sie zu tun. Die Tipps haben alle eine Größe und da ist eine Nummer und sie legt das wieder rein, wenn das nicht passt. Also wirklich eine sehr praktische Geschichte. Sie hat sich für Stiletto-Tipps entschieden, weil sie hat ein langes Nagelbett und die passen am besten bei ihr. Nachdem sie die richtige Größe ausgesucht hat, hat sie die Tipps anmattiert. Das steht auch bei uns in der Anleitung auf der Seite. Die müssen von innen anmattiert werden und von außen für bessere Haftung. Dann muss man die Nagelhaut zurückschieben, sehr vorsichtig, also wirklich schonend. Die Nagelhaut muss immer zurückgeschoben werden, damit wir keine Entzündungen haben, damit die Ecken sich nicht lösen. Also wir müssen die Nagelhaut vom Nagel lösen, damit das sich nicht entzündet. Also sehr schonend bitte, mit links und mit rechts, das muss man wirklich immer machen. Aber jetzt zeigt sie euch, wie sie das gemacht hat, ganz schonend. Und die Nägel für diese Technik müssen gekürzt werden. Dafür benutzen wir diese Naturnagelfeile, 240 Grit, also sehr fein. Und die Nägel werden gekürzt. Mit links und mit rechts geht natürlich beides. Und die hat wirklich ein langes Nagelbett, das kann man hier sehen. Und die will die Nägel etwas schützen, weil sie wirklich zu dünn gefeilt hat, als sie Modellage abgefeilt hat. Ja, hier halten wir einfach, wenn wir die rechte Hand behandeln, dann halten wir einfach die Feile und dann die rechte Hand bewegt sich und bei den Linkshändern natürlich andersrum. So, wir haben die dann anmattiert, das heißt einfach Glanz weggenommen und an der Nagelhaut mit der Feile, damit die unsichtbare Haut noch besser weggeht, für bessere Haftung. Sie hat wirklich sehr viel verhornte Nagelhaut, dann wollte sie das abknipsen, hat auch eigentlich ganz gut hingekriegt. Und jetzt geht es mit links, auch die rechte Hand anmattieren, damit die Tipps besser halten. Wir nehmen einfach den Glanz weg, also wir rauen das an. Jetzt kommt das Teil mit dem Aufkleben. Also Flüssigkeit in das Gläschen reintun, Ultra 3 auftragen, das ist ein Dehydrator, entzieht die Feuchtigkeit, also das sind die Produkte, die für bessere Haftung da sind. Also ein Profi weiß das, was das ist und für Anfänger ist es natürlich einfach, musst du das einfach hinnehmen, dass das sein muss und fertig. Und für bessere Haftung auch in den Tipp auch noch auftragen. Die trocknen an der Luft, deswegen alles ist gut. So, jetzt geht es mit dem Aufkleben. Das sieht wirklich sehr einfach aus, aber das braucht schon ein bisschen Übung. Also wir nehmen den Tipp, dann tauchen wir den Pinsel in die Flüssigkeit, dann kommen wir in das Pulver, dann machen wir dann so eine gelartige Masse und verteilen das auf dem Tipp genau auf die Länge von meinem Nagelbett. Und dann, wenn ich so gut hingekriegt habe, muss ich 40 Sekunden das wirklich erstmal festhalten und dann erst loslassen. Also um hart zu werden, braucht das System 30 bis 40 Sekunden. Und linke Hand macht genau wie das rechte Hand gemacht hat, also Ultrabond, dann Pulverflüssigkeit, Masse, Pinsel gut abwischen, dann drankommen und versuchen nicht zu wackeln, sondern einfach festhalten, wenn ich sehe, dass ich die Luft rausgelassen habe, einfach festhalten und bis 40 Sekunden zählen. Jetzt sind sie alle fest
Und jetzt kann ich die kürzen. Also die hat sich für Stilettos entschieden, aber die sind ihr viel zu lang. Jetzt kürze sie mit der Feile. Hat sie jetzt gekürzt, hat sich für ovale Form entschieden. Und dann müssen die wieder anmattiert werden, weil Glanz muss weggenommen sein, also für die bessere Haftung. Wenn wir jetzt lackieren, du kannst, nachdem wir jetzt das alles gemacht haben, kannst du die einfach lackieren und dann halten sie auch bei dir, auch mit einem normalen Lack, 3 bis 4 Wochen. Jetzt sind die anmattiert und die linke Hand kann auch alles machen, also die hält die Feile und der rechte Finger und die rechte Hand bewegt sich dann. Das ist immer so lustig, dass wir dann nicht so geschickt ist. Also die linke Hand ist nicht so geschickt wie die rechte. Jetzt haben wir alles gekürzt, anmattiert und da sind alle Produkte zum Design und für das Ganze. Du kannst wirklich lackieren und wirklich mit dem Nagellack 3 bis 4 Wochen glücklich sein. Aber sie wollte sich noch die Nägel mit Shellack verzieren und mit Folie und mit irgendeinem Glanzgel und hast du nicht gesehen. Also ist natürlich jedem selber überlassen. Ja, sie hat 2 dünne Schichten. Erstmal mit einer Farbe, jetzt 2 dünne Schichten mit der anderen Farbe. Und das ist wirklich variabel, was du dir machen möchtest. Und dann hat sie noch so ein Glanzgel, also nicht Glanzgel, sondern Glitzergel auf die helle Farbe aufgetragen und ausgehärtet. Ja, sie wollte Folie machen. Entweder wir machen matten Nagellack, bevor wir Vollglow auftragen, oder wir mattieren den Nagel einfach an. Jetzt hat sie Vollglow aufgetragen, ausgehärtet und dann ein Stückchen Folie abgeschnitten, ein bisschen fester gedrückt und jetzt siehst du, wie schön ist die Folie auf diesem Glowgel. Nicht Glowgel, doch, Vollglowgel. Ja, genau. Vollglowgel, dann hat sie ganze versiegelt. Nee, erstmal hat sie Base-Schicht gemacht. Genau, Base vom Shellack, damit die Folie besser hält. Genau, genau. Das haben wir jetzt echt alles 1000-mal ausprobiert. Damit die Folie besser hält, muss man eine Base-Schicht, ganz dünne Base-Schicht von Shellack. Die linke Hand ist auch fertig, die rechte auch. Also beide Hände fertig. Jetzt geht es los mit Weiterarbeiten. Die Nägel sind geschützt, sehen schön aus. Und jetzt hat man ein bisschen mehr Spaß beim Arbeiten.